einen kurzen Schnitt zu machen. Aber Leute, wir sind da. Nächste Dungeon. Camp Caroline. Sweet Caroline. Von da kommt es wahrscheinlich auch ein bisschen. Man muss sich ja irgendwie von irgendwas inspirieren lassen. Von allem muss man sich hier inspirieren lassen. So, was haben wir denn hier? Ich weiß nicht mal, wo wir sind. Also, wo sind wir überhaupt? Ah, ich kann die Karte während des Kampfes natürlich nicht aufmachen. Auch nicht irgendwie so smart. Sehr gut, der Damage rumst. Ziel ist dood. Dann können wir mal weitermachen. Aber wie gesagt, Leute, also ich habe es auf Elite jetzt mal gemacht. Ich habe die erste Dungeon, die wir da aufgenommen hatten, auch mal in Elite gemacht. Einfach nur, um zu gucken, ist das denn wirklich um einige schwieriger oder geht es? Und ich muss sagen, ja, es ist schwieriger. Die Mechaniken sind ein bisschen komplex und ein bisschen anspruchsvoller. Also das ist nicht einfach so, ja, einfach mal so easy peasy so, sondern man muss da schon ein bisschen konzentrierter spielen. Kriegt aber auch gute Belohnung meiner Meinung nach. Und tatsächlich, muss ich sagen, war spaßig. War auf jeden Fall ein bisschen interessanter als so das, was wir gemacht haben, wo man einfach nur so, ja, einfach nur reingestürmt ist und einfach alles weggeboxt hat, was nicht drei auf dem Baum war. Also so hat sich es meiner Meinung nach auch wirklich angefühlt. Muss man auch mal so gesagt haben. So, was haben wir denn hier? Also, drei Bosse. Sehen recht fresh aus. Der eine hat einen geilen Bart. Ich auch. Muss ich aber spät abrasieren. Krasse Bärte. Bin kein großer Bartmensch. Es juckt einfach nicht. Ich habe Respekt vor Leuten. Ich habe wirklich Respekt vor Leuten, die so mit so einem richtigen Gandalf-Bart rumlaufen. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich entspannt ist, sowas zu haben. Also natürlich, man muss sich drum kümmern. Es gibt viele Sachen so, wo man sich das Leben einfach macht. Aber ich finde, Bärte ist einfach nur so. Ja, es lässt dich cooler aussehen, männlicher, wenn man das so sagen kann. Aber I don't know. Nervt mich eher. Okay, jetzt wird hier alles ausgepackt, was ich in meinen Trickkisten drauf habe, Bro. Du wirst jetzt so krepieren. Auf jeden Fall sehe ich hier zwei Switches. Heißt also, irgendwas wird gleich passieren. Sprenggranate ausweichen. Gut, das sollte kein großes Thema sein. Man merkt es halt, das ist wirklich halt so simple Mechaniken. Aber in Elite muss man das wirklich alles recht stark verinnerlichen, weil der Schaden sonst echt knackig ist. Also es ist wirklich so, hatte ich festgestellt, weil einer unserer Boys hat die Mechanik nicht beachtet. Und was mit dem passiert? Er ist direkt abgekratzt. Weil er nicht sich an die Mechaniken gehalten hat. Also man merkt schon, auf Elite ist es durchaus ein bisschen anspruchsvoller. What the fuck is this? Ah, die kommen einfach so raus. Okay, keine Ahnung, Guys. So, ich weiß nur, da kommen jetzt ein paar Gegner rein. Die sollten wir vielleicht mal weghauen. Nicht, dass sie unseren Heiler bedrohen. So habe ich das mal irgendwo in einem anderen Videospiel gelernt. Oh, das ist gut. Das ist gut. Oh, das ist richtig strong. Da kann man ein bisschen so, zack. Kann man hier ein bisschen jetzt hier mal ausrasten. Die Bombentransport ist erschienen. Naja, ist scheißegal. Jetzt einfach nur auf den Boss hauen. Das kenne ich auch aus Erfahrung. Der hat jetzt nicht so viel Leben. Den kriegen wir jetzt wahrscheinlich noch down, bevor der Trash uns irgendwie großartig gefährlich kommen wird. Aber wobei, der hat noch... Oh, Alter, der hat immer noch viel. 35.000. Bin ich der Einzige, der Damage macht? Ah, nein. I don't assume, aber wir machen gut Schaden. Wir sind Zweiter. Habe ich auch gelesen, dass wir eigentlich vom Damage her schon mit einer der besten sind, aber nur wirklich Einzelschaden. Also man merkt es schon, Rogue durch und durch, wie man so schön sagen könnte. Das kommt mir definitiv vom, sagen wir mal, vom Verhalten her bekannt vor. Anlegen. Oh, da hatte der einen Sockel? Der hatte einen Sockel, ne? Nein! Oh, mit. Ja, warte, Leute, ich komm sofort. Kann ich währenddessen? Ne, kann ich nicht. Kann ich überspringen? Kann ich auch nicht. Wir machen erstmal hier so eine richtig geile Achterbahnfahrt. Oh, was? Ah, geil. Oh. Ja, gut. Also man kann jetzt hier beschweren, sagen, es ist jetzt, was ist jetzt nicht krass, aber es ist cool. Mindestens so eine kleine Mechanik oder so. Speist wenigstens ein bisschen die Sache auf. So, jetzt wollte ich gerade gucken, wie sieht's aus. Hallo? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Ich gehe jetzt auf B. Dann gehe ich hier, ausrüsten. Ja, okay, gut. Das mit Sockeln müssen wir dann später herausfinden. Keine Ahnung. Ah, ruhig gestellt. Bewegungsgeschwindigkeit. Ja, okay, ja,
Das ist jetzt hier nicht so ein großes Problem. Da kommen wir, wir sind ja Schurke, ne? Da gibt es ja für uns viele Möglichkeiten, sich aus gewissen Situationen rauszuwinden. Muss man nur gerade einigermaßen schnell und flexibel darauf reagieren. So, das heißt, wir haben einen Boss geklappt. Das heißt, es fehlen uns noch zwei weitere. Aber man muss, nehme ich jetzt auch mal zurück. Wir haben ja letztes Mal gesagt, so, ja, voll geil in dieser Dungeon, voll wenig Trash. Muss man ja sagen, sieht jetzt ein bisschen anders aus. Deutlich mehr Trash als noch in der ersten Dungeon. Da war es meiner Meinung nach gut. Aber wobei, kann man, ja doch, scheiß drauf, Leute, ist genauso gleich. Alter, das war jetzt zwei Trash-Gruppen-Packs und jetzt direkt Boss. Doch, doch, das ist durchaus entspannt. Auf entspannt. Kann man nichts sagen. Rotpike. Der sieht cool aus. Man hat sogar Pistolen. Soweit ich weiß, gibt es keine Klasse im Spiel, die gegnerische Munition werden aus der Luft abgeworfen, zerstöre sie. Joa. Weiß ich nicht, lohnt sich die Mechaniken? Ja, komm, machen wir mal. Wir sind ein... Wir müssen ja mit positivem Beispiel vorangehen. Sonst macht's ja keiner. Wir sind ja ein guter Mitspieler. Okay, das macht aber auf jeden Fall einiges an Schaden, muss man aufpassen. Da hat man kurz festgestellt, der Heiler hatte kurzfristig was zu tun. Kurzfristig dachte sich der Heiler, shit, du musst mehr als eine Taste drücken, god damn. So, Leute, jetzt hier, Switch Target, ihr habt das doch gehört, das Spiel sagt euch schon eigentlich, was ihr zu tun habt. Das finde ich auch ja geil, dass es so ein DBM-System gibt. Also das muss man schon sagen, man kann zu Tarisland sagen, was man will, man kann es nicht geil finden. Aber die Tatsache, dass es halt schon alles gibt hier, quasi, es gibt schon DBM, es gibt hier Damage Meter, so, ist vielleicht nicht mein Bier so, aber es ist cool. Ja, super. Hat er aufgehoben. Oh, und jetzt sehen wir, was das macht. Ja, und warum ist das passiert? Weil ihr Deppen nicht die Mechanik gespielt habt. Warum haben das die beiden überlebt? Fernkämpfer, scheiß Tank. Ach, Leute. Aber, ey. Ich bin fein raus. Das war nicht meine Schuld. Da. Seht ihr? Da droppt es. Und man muss es... Also, ich meine... Ich denke mal, einheitlicher wird es dir das Spiel jetzt nicht sagen, dass man Mechaniken spielen sollte. Aber wenigstens gut zu wissen. Selbst auf Normal hauen Bosse ordentlich rein. Also, es ist schon important, Mechaniken zu spielen, weil man ansonsten gekillt wird. Also, wir zwei wurden jetzt gekillt. Jo. Natürlich, die smartesten Leute sind immer die als erstes sterben, Leute. Was habt ihr euch gedacht? Das ist im echten Leben exakt genauso. Die schlauesten Menschen und die nettesten Menschen sind die immer, die als erstes sterben. Ja? Und nur die dummen Menschen, die dürfen immer länger leben. Aus welchen Gründen auch immer. Das ist einfach so. Das ist leider das Punishment, was wir hier in dieser Welt haben. Okay, aber ey, ich hab wenigstens Respekt. Wenigstens weiß ich, dass man das auf jeden Fall ein bisschen ernster nehmen sollte und nicht einfach so Larifari-mäßig. Ist ja schon mal gut zu wissen, dass hier Bosse durchaus dich insta-killen können, wenn du nicht aufpasst. Ist ja schon irgendwie eine gute Information, die man wissen sollte. Also es ist jetzt nicht so, wie ich gerade gesagt habe, ja, scheiß auf Mechaniken so, kannst einfach alles ignorieren, passiert schon nichts. So, sondern, sollte schon aufpassen, sonst gibt's auf die Schnauze. So, jetzt gehen wir mal weiter und... Ja, guck mal schon, da ist... Ja, das ist eigentlich entspannt. Da ist schon, glaube ich, der Endboss oben. Also es ist wirklich... Das muss man dem Spiel positiv anlassen. Wirklich. Dass es wirklich super schnell ist, hier von Trash zu Trash-Gruppen direkt Bosse. Man fackelt nicht lange um den heißen Brei rum. Finde ich eigentlich auch ganz nett. So, macht momentan WoW auch, sage ich auch, wie es ist. Aber ich meine, vergleich das mal, wie das bei WoW damals war. Mit Trash-Gruppen, Alter. Wie viele Trash es gab. Mittlerweile muss man auch sagen, ja, hat sich auch WoW da zum Besseren gewandelt. So, bitte, Leute. Können wir bitte die Mechaniken spielen? Also, mir hat dieser eine Tod nicht wirklich so Spaß gemacht. Ich würde mich freuen, wenn ich diesmal auch leben dürfte. Ah, da ist er, Regipi. Oh, der hat geile Waffe. Die Waffe würde ich sogar an mich nehmen. Wenn das geht. Leider... Er ist tot? Ja gut, er hat ihn ja auch... Ja gut,
Man muss ja auch sagen, unsere Leute sind nicht die hellsten Kerzen. Er ist einfach dead. Er ist einfach dead. Oh Mann, ey, Alter. Was ist das für eine Gruppe? Also, da fand ich meine erste Gruppe irgendwie sympathischer. Wir haben wenigstens noch ein bisschen nach Protokoll gespielt. Der ist einfach direkt umgekippt. Oh, da liegt er erbärmlich. Und nicht mal ein Sorry, nicht mal irgendwas. Einfach so Leroy Jenkins mäßig gestorben. Fliegende Klingen ausweichen. Oh, okay. Ah, man sieht auch, wie sie fliegen. Okay, okay, okay. Visuell wird das ja schon ein Angriff. Oh, okay, der Damage ist schon not too bad. Und die werden auch immer mehr. Ich denke mal, aber wenn man so ein bisschen im... Oh, Alter. Da stelle ich mir auf Elite fucking Kacke vor. Das könnte echt anstrengend werden. So, und jetzt hier. Jetzt wird hier Muskelpower ausgepackt. Bam. Bam. Den hier. Und den kriegst du auch nochmal. Es gibt aber kein Battle Rest. Ich weiß nicht, ob das vielleicht irgendwie freigeschaltet werden kann. Aber es gibt kein Battle Rest. Der Boy wird da jetzt liegen. Und sich einmal darüber nachdenken, was er in seinem Leben falsch gemacht hat. Ich glaube, das, was er, denke ich mal, am größten falsch gemacht hat, ist, er hat den falschen Speck gewählt. Wenn er tanken wollte, hätte er Tank spielen sollen und nicht DD. Ah ja, gut. Wen sagt man das, ne? Wen sagt man das? So, jetzt hauen wir den mal eben schnell um. Ich ziehe noch hier einen rein. Oh, okay, gut. Müssen wir leider wieder ausweichen. Ein paar Beyblades. Aber wenigstens bin ich Top-Damage-Dealer. Das ist der einzige Vorteil, dass der Typ tot ist. Ich darf jetzt die... ich darf jetzt gut aussehen. Weil ich den meisten Schaden hier reinbringe. Das ist doch gut. Damit kann ich leben. Also, damit kann ich leben. So. Mit Smartsen können wir uns da schnell hin teleportieren. Dann spare ich mir sogar ein bisschen Laufweg. Der Boss wäre schon längst tot gewesen. Aber nein. My Boy musste reinchargen. Leute, was lernen wir? Respect the tank. Respect the tank. So, dead. So, du kannst liegen bleiben. Du Loser. Bin zwar auch gestorben, aber das lag nicht an mir. Es lag an den Leuten, die nicht die scheiß Mechanik spielen wollten. Ich hab damit gar nichts. Ich hab gar nichts gemacht. Ja, er bleibt einfach weiter liegen. Ja, okay. Er hat sich einen Kaffee geholt. Dachte sich so, ja. Dauert noch 5 Minuten, da kann man sich ja ein genüsslich mal einen reinsaufen. Dann kannst du das tun, ich bin raus. So, also, wir sollten, glaube ich, yes, Stufe 26, vielen lieben Dank, was? Hä? Ah, Reggie Pike in Dings, nach Silberstadt? Nee. Ah doch, müssen wir nach Silberstadt, okay, gut. Ich dachte, das wäre so ein, kannst du? Musst du aber nicht. Aber das ist ja, ja okay. Ja, okay. Das mag ich nicht, dass das immer so autonavigiert. Leute, ich bin nicht komplett hängen geblieben, dass ich nicht weiß, wie man irgendwo hinkommt. Also so arm dran bin ich noch nicht. So arm dran bin ich tatsächlich noch nicht. All day and night. Didn't the treatment end yet? Alter, ich in mein Element. Edgy und lässig. Der Sasuke. Alter, warum wird das immer so Auto gemacht? Das nervt mich immer. Lass das. Ich will das. I don't want this. Ich habe gute und schlechte Nachrichten. Welche willst du zuerst hören? Vergiss es. Ich verrate dir beide. Die gute Nachricht ist, dass jeder vorerst in Sicherheit ist. Die schlechte Nachricht ist, dass die dunkle Macht in ihrem Körper... Was? Was danach? In ihrem Körper, die Priesterin des Rates der Mondjäger versuchten alles Mögliche, konnten sie aber nicht aufhalten. Sie glaubten, dass Jäa früher oder später zur Marionette der Dunkelheit wird und wollen sie unter Kontrolle halten. Beruhige dich, ich lehnte ihre unhöfliche Bitte ab. Jener ist die Heldin, die Silberstadt gerettet hat. Ich würde niemals zulassen, dass sie Freundlichkeit mit Feindschaft vergelten. Aber wir brauchen auch einen anderen Plan, um ein Heilmittel für Jäa zu finden. Arioche, Lorne, habt ihr irgendwelche Ideen?
some. I have some. Let me run. Sucht nach den Leuten im Nebelwald. Okay. Warte mal, es gibt neue. Oh. Ich habe eine Vermutung. The story begins with Velu. It's the birthplace of high elves, the most stunning star in the universe. When Moira, the god of destiny, projected her first will onto this planet, the elves became the most devout children of God. They listened to the teachings and celebrated the miracles. The elves lived happily. They didn't know that Asheron, the god of disaster, was already behind them. Like the fate of billions of planets, Velu turned to dust. Moira, the god of destiny, arrived so late that she could only take the high elves away. Across many planets, the high elves came to Taurus Land. They were at a loss, faced with a barren new world. Wings Club! Moira, the god of destiny, performed yet another miracle. He sowed the seeds in the misty forest and guided the elves to flourish there. The seeds grew into the Tree of Luin, providing a place of shelter. The high elves obeyed their god and never ventured out of the forest. Some say it's a sanctuary. Some say it's a prison. No one cares what the truth is. Aber ist Jäger nicht auch ein Elf? Also ich habe auf jeden Fall Elfenohren und ein Elfengesicht und alles Elfische so an ihr gesehen. Also nur I don't assume ist nur einfach eine Frage. Ah, it's you. You are the scholar we met at the library. What is your name again? Sullivan from Orsenheim. Yes, Mr. Sullivan. I heard you've been to the Misty Forest. Could you... Wait, Catherine. This gentleman seems to know us well, but we don't know anything about him yet. Mr. Sullivan seems to have a close relationship with the elves. Yeah, history is mandatory for the royal family, but I've never heard of this... history of the high elves. Mr. Sullivan, how do you know that? Ah, it's no secret in the Misty Forest. Ich habe gehört, du warst... To be precise, I had traversed the Misty Forest alone. I've heard your stories, and I hate to see heroic tales end in tragedy. Only the Elf Queen can heal Jaya. Ah, Jaya heißt sie. Jaya. With your permission, I can act as a guide and help you enter the Misty Forest. You can trust me. Also ich glaube dir mehr als den kleinen, diesen kleinen Zwerg, der so immer so grimmig geguckt hat. Wir? Yes, I'll be with you guys this time. Jaya got hurt when defending Silver Lit. I need to be sure that she will be all right. Wäre dein Bruder einverstanden? Well, I've made up my mind. No one can stop me. No need to rush. Prepare yourselves before you go. As the High Elves used to say, preparedness is the key to success. In Ordnung, wir treffen uns irgendwo. Let's go see how Jaya is doing. As for Catherine, go say goodbye to your brother, the King. Don't sneak out of the city with us. So. Genau, da gehen wir mal noch kurz hin und dann geht's, glaube ich, in ein neues Gebiet. Da habe ich Bock drauf. Guck mal, wie das aussieht. So, Reisevorbereitung. Ich hatte Angst, dass Jaya die Reise nicht überstehen würde, da es ein langer Weg zum Nebelwald ist. Aber dieser magische Wagen zerstreute meine Zweifel. Der Geist der Natur segnet uns. Die Reise wird reibungslos verlaufen. Gehen wir zum Platz.
Do you remember the scholar we met in the library? Who? Sullivan? Oh! He promised to take us to the Elf Queen. She will heal you. We're going to meet up with Sullivan. Better get over there quickly. Alter, die ist ja voll süß. Die ist in so einer kleinen Kutsche. Das habe ich gar nicht gesehen. Das... Ach, da ist sie, guck mal! Das schaue ich mir vom Näher an. Sehr niedlich. Wie so eine Babywippe. The Jaya Rescue Team is officially assembled. Oh, Catherine, please. Enough of this ridiculous behavior. Well, I feel a little embarrassed too. How does the Misty Forest Expedition sound? Gandalf denkt sich auch so. Bitch, wo bin ich wieder reingegangen? Gerade so akzeptabel. I remember that Port Brawlins is closest to the Misty Forest. Mr. Sullivan, is this the route we're flying? Actually, there is a better route. Well, I had left a trail marker there before I left the Misty Forest. It can resonate with the marker in my hand, and when the frequency aligns, it sets up a portal. That's very smart. I'll go ahead to clear your doubts. Let's meet later on the other side. Du weißt, dass er flext, wenn er ein übergroßes Portal kreiert, was er eigentlich nicht hätte machen müssen. Oh, das sieht aber schön aus, Alter. Nein! This game crashed! Ist es wirklich gecrashed? Oh, es ist gecrashed. Okay, Leute. Leute, ich bin wieder drin. Kurz noch diese Cutscene sehen. Wie ein Strahl von Sternlicht dringt das Licht aus dem Wald. Doch, keine Ahnung. Habe ich nicht geschafft, sorry. Die denken auch, ich kann lesen wie ein Löwe. So, Leute. Ich wollte das nochmal auf jeden Fall gemacht haben, damit wir auch wirklich vollständigkeitshalber alles gemacht haben. So, Leute, wir machen doch nochmal eine ganz kurze Runde, denn... Jetzt weiß ich, was da steht. Wir können nämlich noch einen Raid machen gegen die Schattenhexe. Und ich dachte mir, why not? Weil vielleicht erklärt das so ein bisschen, warum wir so schlagartig direkt in den Nebelwald gegangen sind. Also es hat sich für mich so angefühlt, als ob wir irgendwie... Naja, nicht irgendwas vergessen haben, aber es hat sich schon irgendwie so angefühlt, als hätte man irgendwas vergessen. So, also wir haben irgendwie schlagartig das Ding beendet, ohne irgendwie großartig noch mit der Schattenhexe oder so zu fighten. Keine Ahnung, vielleicht täusche ich mich ja auch, was das Ganze angeht. Aber, nichtsdestotrotz, Guys, würde ich sagen, gucken wir uns wenigstens an, wie Raids aussehen in diesem Spiel. So, es ist, könnte jetzt so lange dauern, könnte vielleicht jetzt nicht so lange dauern. Ich stelle mir vor, weil es vielleicht der erste Raid ist, wird es vielleicht nicht so lange dauern, aber wer zum Fick weiß das so wirklich? Wir gucken mal. Okay, der Gegner ist durch die Öffnung in das Tor eingedrungen. Beschützt. Beschützt sie, habe ich jetzt so verstanden. Okay, das heißt, wir müssen jetzt hier erstmal hier gegen eine ganze Welle an Gegnern klarkommen. Denke ich mal, bei so vielen Leuten, wie wir haben, sollte das, glaube ich, nur ein geringes Problem sein. Aber ziemlich cool. Also, dass man schon Raids in Level Experiences bekommt, finde ich ja durchaus interessant. Das gibt es ja so nicht häufig, dass man schon direkt irgendwelche Raids machen darf. Normalerweise ist es ja wirklich Endgame-Content, den du machen kannst, aber dass der uns schon jetzt gegeben wird, finde ich dann schon ganz cool eigentlich. Also, muss man auch mal so sagen, wie es ist, ne? Es ist jetzt auch nicht so gang und gäbe, dass man Raids irgendwie schon in einen Level-Bereich so zur Verfügung stellt. Also ich meine, wir sind hier in einem Raid, wir sind hier mit mehreren Leuten, das ist ja deutlich über dem, was wir normalerweise machen. Von daher finde ich das cool. Ich finde das cool, ich bin mal gespannt. So, wie viele Bosse? Gibt es hier einen Leitfaden? Ja. Also nur einer, also es ist wirklich nur die Schattenhexe. Okay, ja, das ist ja dann entspannt so, dann wird es ja ein kurzer Raid, das ist ja schon mal gut. Ja? Dann haben wir so einen kleinen Leckerbissen abbekommen, wie das so aussehen könnte in Zukunft. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das in Zukunft nicht nur ein fucking Boss sein wird, sondern durchaus mehrere Bosse sein werden, wo wir uns erstmal durch auch, so wie hier, erstmal durch Trash-Gruppen durchkämpfen müssen. Was ist das? Ah. Er wurde... Ah, das ist quasi, die Markierung bleibt dann sozusagen angezeigt. Das finde ich ja auch ganz nett. So, das ist ja auch nochmal anders, so ob man jetzt hier...
ganz normal Dungeons macht oder Raids macht, da ändert sich ja schon mal ein bisschen was an der UI. Jetzt nicht großartig super viel, also es ist jetzt kein, super krasse Mega-Entwicklung, aber hey, immerhin etwas. So, neue Elite-Kämpfer sind beim Haupteingang. Also es ist einfach, wir müssen unseren Boy verteidigen und er darf nicht sterben. So, das ist ja schon mal wenigstens eine Mechanik, damit kann man wirklich was anfangen. Nennt sich einfach Beschütze. Und ich kann hier einfach meine ganzen Fähigkeiten spammen, aber die sterben recht schnell. Ich glaube, die haben ja auch die Leute mit Level 40 oder so. Habe ich da nicht was mit Level 40? Oh, da kommt jetzt schon mal was. Das sieht ja schon mal ein bisschen interessanter aus als das, was wir da gerade eben serviert bekommen haben. Ah, sehr gut. Hat einer mitgedacht, so wie ich. So, meine Ultimate spare ich auf, weil ich meine, wenn wir gleich noch gegen den Raid-Boss kämpfen müssen, dann lohnt es sich ja nicht, unser ganzes Kaliber schon gegen so ein Fußvolk zu benutzen. Okay. Sieht so aus, als kommt es hier gleich. Ja, das sieht so aus, als statt gleich der Boss. Ich bin mal gespannt, wie mechanisch das wird. Und wenn es überhaupt so als Wort gelten kann. Also wie viele Sachen muss man ausweichen, wie viele Mechanik muss man spielen, ob das so Dungeon-mäßig sein wird oder schon Raid-typisch. Dass man schon so ein paar viele Sachen hat, auf die man aufpassen muss. We will see and learn. So, auf geht's. Ich habe meine Rotation verkackt, aber Junge, die frisst. She takes damage as fuck. Okay. Muss aber sagen, ein bisschen was kommt da schon rein. Was das ist? I don't fucking know. Ah. Soße, die man wegpacken muss. Okay, das ist ja gut zu wissen. Aber ich sag euch, wie es ist. Lange lebt der Boss jetzt irgendwie nicht. Also der wird jetzt von uns... Also einige von uns kriegen gut auf die Fresse. Wechselt Tanks ab um die... Ah, okay. Das ist aber nicht, nicht meine Aufgabe. Das müssen ja die Tanks unter sich absprechen, wenn sie abspotten müssen. Okay. Oh, Trashbomb. Vorsichtig. Okay, tot. Das war's! Und die ist tot. Ja. Ja. Das war der Bosskampf. Das war Schattenhexe, Aslo, die... Ja, ich guck mal kurz auf ihr Gesicht. Recht tot aussieht. Ich glaub da... Ja, sieht so, das sieht noch vorbei aus. Ja gut, Leute. Das war der Raid-Boss. Könnte ich mir auf Elite deutlich schwieriger vorstellen. Das war ja wohl eine Witznummer. Aber, ja, wenigstens haben wir es gemacht. Jetzt haben wir auch wirklich alles abgeschlossen. Jetzt wissen wir auch, warum das so abrupt geendet ist. Und in dem Sinne, Leute, würde ich sagen, sehen wir uns jetzt wirklich in der nächsten Folge wieder. In diesem wunderschönen Land, das sich Nebelweit nennt. In dem Sinne, bis dahin. See ya.